Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum neu angespielt Puzzle Quest Galactrix. Wieder ein Steam-Spiel in meiner geplant Liste, um zu schauen, ist dieses Spiel Let's Play würdig oder doch nicht. So, wir gibt hier Einzelspieler und Multispieler. Wir können natürlich den Einzelspieler probieren. Und es sah auf jeden Fall interessant aus. Sagen wir es mal so, ne? Okay, wir können einen neuen Helden kreieren. Aber wir nehmen mal einfach den vorgefertigten Balpina. Wir können entweder die Story spielen, schnelles Gefecht und Inventar. Info 24, Psi 9, 1, bla bla bla, Fähigkeiten. Ich habe keinen Plan, was das bedeutet. Trainiere die Fähigkeiten deines Helden, verbessere deine Fähigkeiten, um im Gefecht Boni zu erhalten. Ich habe leider keine Fähigkeitspunkte. Aber hier kann man auf jeden Fall Geschützwesen, Ingenieurwissenschaft und Pilot verbessern. Anfänglich rote Energie, Max rote Energie und bin von Perlen rein. Okay. Na dann später. Dann machen wir mal die Geschichte. Erebus 6, Tech 6. Okay, können wir was anderes machen? Missionslogbuch. Ich glaube, das ist schon richtig. Besuche Ortschaften, um weitere Missionen zu erhalten. Soll ich hier hin? Missionen holen. Handle mit Fracht. Holen wir uns mal eine Mission. Wütende Piraten. Bringe einen zweiten Piraten im Erebus-System zur Strecke. Gut geschossen, Kleiner. Das Bergbauschiff, das du getroffen hast, ist eins von zweien, die uns Ärger gemacht haben. Ich schätze, ich soll noch das andere finden. Wir wissen schon, wo es ist. Es ist auf Erebus 2. Du musst es nur beseitigen. Ich schließe als Klassenbester ab, nur um dann Piraten in Bergbauschiffen abzuschießen. Klasse. Hey, das mag für dich wie Fische in einem Fass abschießen sein, aber diese Piraten sind ein echtes Problem für uns. Wir bekommen nicht alle branchenführende MRI-Schiffe wie du. Macht nichts. Je schneller ich hier fertig bin, desto schneller komme ich zurück zu Serpents Prime. Du hast das zweite Piratenschiff gefunden. Entschuldige die Störung. Ich habe eine Notvermeldung von Serpents Prime erhalten. Ich soll sofort zurückkommen. Hilf Lydia weiter mit den Piraten. Ich melde mich dann. Das fühlt sich gerade so ein bisschen, als ob ich hier reingeworfen werde. Als ob die denken, dass ich das Tutorial schon gespielt habe oder so. Ne? Na, na, das Mädchen, das mein Freund Dracos abgeschlossen hat. Das muss ja eine böse Überraschung für dich sein. Eine Überraschung? Wir wussten, dass du hier bist. Aber ich glaube, du hast mich in einem Bergbaufahrzeug erwartet, oder? Dieses Schiff hat echte Kanonen. Ich sollte euch entern und euer Schiff übernehmen. Aber ich mochte Dracos gern, also müssen wir das auf altmodische Art erledigen. Bereite dich für den Kampf vor. Piratenkämpfer Shuttle, 3 Stellen, Level 2, ausgeteilter Schaden, Schilde, 16, ach, so viele Stats. Ist ja aber okay. Verwende Gegenstände, sammle Energie, um Gegenstände zu verwenden. Bilde rein farbiger Perlen, um Energie zu sammeln. Klicke auf Gegenstände, um sie zu gebrauchen. Mhm. Ja, ist natürlich das, was ich sammeln sollte, ne? Hust. Achso, damit kann ich den Gegner gleich angreifen, verstehe. I understand. Ungültiger, was? Minus 5 Punkte, wenn ich einen Zug fail mache? Boah, ist ja übel, ey. Blau hab ich auch nicht. Warum mache ich das? Ach, guck mal, hier steht 5 rote brauche ich. Ah, okay, das heißt, ich sollte auch nur 5 rote sammeln. Bam, Damage. Bam, Damage. Oh, verdammte Kettenreaktion. Wo ist eigentlich mein Leben? 45? Ich glaube, das führt sich mal wieder auf, wa? Dass ich gar nicht verlieren kann in der ersten Runde. Warum? Hör auf zu cheaten! Ach ne, guck mal, das ist das Leben. Hier, 3 und 11. Das ist irgendwie ein Schild oder so, ne? Tja, ich habe halt nur Rot, ne? Er kann halt Rot und Gelb sammeln, um sinnvoll zu sein. Und ich kann halt irgendwie nur Müll sammeln. Das soll ich machen? 4 von einer Sorte. Er hat natürlich die schönen Kettenreaktionen. Ja. Ja, mach ein bisschen mehr noch. Warum nicht? Na klar, hau rein.
Hau rein, ist kein Ding. Mach ruhig. Mach ruhig. Oh, ich wollte das da oben haben. Läuft, muss ich sagen. Läuft, wa? Da kriegt ihr Kettenreaktion ohne Ende. Und ich, Bolaminen. Bäm. Ach, das waren die Schilde gewesen. Jetzt kommt das Leben. Ja. Ja, ist doch eine Kettenreaktion, ne? Das ist meine. Meine Kettenreaktion. Und tot. Nova. Du bist jetzt Level 2, warum auch immer. Du erhältst 1 zusätzliche Rufpunkte während des Gefechts. Du versorgst nur zu den Schaden, wenn du rein Familien bildest. Okay. Geschützwesen. 2 maximal rote Energie, 2 maximal gelbe Energie. Ne? Okay, wir kriegen jeweils eine maximale Energie dazu. Was ist, wenn ich hier weitermache? Plus eine rote Energie beim Bilden. Okay. Da ich aktuell ja nur... Wir investieren mal alles in Rot, weil ich aktuell nur eine rote Fähigkeit habe. Nochmal versuchen, na Logo. Kampf eröffnet. Jetzt geht's richtig los, hä? Ist das ein Wichser? Warum ist er schon wieder dran? Stop this! Basislaser. Na, vielleicht hätte ich einen Angriff machen sollen. Er hat meine Schilde schon kaputt gemacht. Wie? Neuladen, Züge 2. Wow, danke. Danke, danke! Na, hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Das kaputt gemacht. So, jetzt kann ich hier. Bam! Zerstört. Ich muss auf jeden Fall, wenn ich hier Dings habe, muss ich das nutzen. Wenn es hier diese Angriffsdinger gibt. Bam! Fühlt sich wie so ein Mobile-Game an, ne? Piu! Zerstören. 16 Damage. Das ist doch gar nicht für mich ersichtlich, wo hier was hinfliegt, oder? Na klar, ich hab dir gerne mal wieder Damage beschert. Ist kein Thema, mach ich gerne. Ja, ja, warum nicht? Mach ich wirklich gerne. Ich beschere dir gerne Damage, ist kein Problem. Kein Thema. Ach, das Gelbe sind, das Weiße sind Erfahrungspunkte, oder? Kann das sein? Aha. So, wie mache ich denn das jetzt, ohne dass er dann gewinnt? Tja. So. Wow, wow. Na gut, Klaus. Aber er hat natürlich wahnsinnig viel Lack, muss man sagen. Was, wenn ich Nein drücke? Und jetzt? Was soll ich stattdessen machen? Handel mit Fracht. Tausche deine Fracht gegen Credits ein. Die besten Verkaufspreise werden grün angezeigt. Mineralien und Legierungen. Manchmal ist es ein bisschen verbuggt, oder? Oder ist das hier unser Schiff? Nee, oder? Anscheinend doch. Hier, guck mal, hier ist unser, das ist unser Schiff. Seht die Sprungtor. Ich muss den besiegen. Keine andere Wahl. Was haben wir hier sonst so? Wähle das Schiff, das du lenken willst. Okay, ich habe nur eins aktuell. Basislaser.
Verfügbare Punkte 13, 18, 19. Ich habe leider keine anderen Gegenstände, also keine anderen Waffen. Fracht. Minerei und Legierung habe ich dabei, ne? Deine Crew. Noch keine. Fraktionen, MRE, Cytec oder Lumina. Piraten bin ich halt eher so ein Krimineller, ne? Und hier bin ich freundlich. Verstehe ich gar nicht, warum die Piraten mich hassen. Okay. Nächster Try. Ach guck mal, da stehen Zahlen drin in den Dingern. Ah. Kick an, kick an. Hier sind wir hier 10, 5 und 5. Was heißt das hier zu kombinieren? Wäre ganz cool. Will ich rot machen? Ich habe das Gefühl, dann... Oh, nee, wunderbar. War mal lucky für mich gewesen. Das nehme ich doch gerne mit. 4 von einer Sorte. Ich bin dann nochmal dran, wenn ich 4 von einer Sorte habe, wa? Nufa. Nein, er ist dran. Drecksack. Warum ist sonst er mal zweimal dran gewesen und ich nicht? Verstehe ich nicht. Da haben wir ein bisschen Erfahrung mit, wa? Da. EXP. Und tschüss. Oh. Nö, mit meinem Laser. Oh nö, lass mal. Und doch lieber so. Piu! Kaputt gemacht. 2 Legungen und ein Polymer bekommen. Fraktionsdaten minus 10 bei den Piraten. Dafür aber bei Erebus Sigma Stationen, wenn wir hier die Mission abgeben, kriegen wir bestimmt ein bisschen Ruf dazu. Gut gemacht, Kleine, du warst echt gut. Und hey, tut mir leid, dass ich dich vorhin angefahren habe. Die Lage hier war in letzter Zeit etwas angespannt. 15 Info plus 250 Credits. Oh. Können wir was kaufen? Mission holen. Erzansturm. Lerne auf einem der vielen Asteroiden von Erebus Erz abzubauen. Okay, Kleine. Übrigens, danke, dass du gegen die Piraten gekämpft hast. Die Jungs haben dein Schiff. Ist egal. Ist ja nur angespielt. Da brauchen wir die Mission nicht. Was ist der rote? Miniere den Asteroiden. Baue den benötigten Mengen jedes Frachttyps auf diesem Asteroiden ab, ohne das Brett zu sperren. 15 Mineralien, 10 Legierungen, 3 Polymer. Tausche Perlen, um Fracht abzubauen. Baue weiter, bis du die Quote erfüllt oder keinen Zug mehr hast. Mhm. Wo sehe ich meine Züge? Jetzt haben wir kein Gene, jetzt haben wir einfach nur, wir spielen für uns. Müssen aber trotzdem hier Zeug abbauen, ja. Und dürfen halt keine Nichtzüge mehr haben, ja. Also das... Vollständig. Dass wir hier nicht mehr weiterkommen, das ist wahrscheinlich dann ein Fail. Schwarzes Loch. Das ist, jetzt haben wir keinen Zug mehr gehabt. Du hast es nicht geschafft, an diesem Asteroiden etwas abzubauen. Plus 9, plus 9 und plus 3. Habe ich das bekommen, ja. Aha. Dann verkaufen wir das mal an Erebus Sigma Station. Ich hab's nicht abgehört. Neue Crew, Lydia, okay. Und Level 3. Du hast zusätzlich 2 zusätzliche. Okay, beim nächsten Mal gibt es dann einen zusätzlichen Rumpfpunkt mehr. So, ich will noch keine Punkte ausgeben. Lydia wird jedes Schiff in deinem Besitz mit dem nötigen Werkzeug zum Abbau wertvoller Fracht auf Asteroiden ausstatten. Danke sehr. Handle mit Fracht, ne, grünen Polymer kann man verkaufen. Aber ich habe noch nicht, keine Ahnung, was ich mit den Credits machen kann. Oh, ich kann hier gar nichts abbauen. Das ist ja schade, Bergbau treiben. Man muss natürlich immer gucken, dass man noch genug Kapazität hat, ne, 20% ist okay. Dann können wir die 34 hier mitnehmen. Herrlich.
5 von einer Spalte, gibt es 8 Stück dann davon. Als Bonus. Mineralien vollständig. 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 Na, leider sieht es mit denen ja schlecht aus. Ich hab... schwarzes Loch. Verdammt nochmal. Aber sehr, sehr knapp gewesen. Sehr, sehr knapp. So, ich muss mir das andere alles noch handeln. Erebus Schiffswelt. Kann ich da auch was verkaufen? Nee. Laden. Ah, guck mal hier. Benutze Credits, um Gegenstände zu kaufen. Antriebsmatrix. Huch. Mach das. Füg 5 zu gelber Energie hinzu, beendet deinen Zug nicht. Okay, aber rot habe ich ja. Entmagnetisierer. Entfernt alle Statuseffekte von deinem Schiff. Newtonschen Phalanx. Mhm, Solarantrieb. MAI-Klinge. Achso, ist ein neues Schiff, wa? Naja. MAI, mein Schiff. Dreadnought. Okay, das Beste ist also hier Schildsynapse, das teuerste. Oh, warum nicht? Nullwelle. Aber das kann mir alles noch nicht leisten. Das geht aktuell. Wir können hier bei Erebus Sigma Station unsere neue Mission holen. Nachricht von zu Hause. Seht die Sprungtor. Lies Sables Nachricht. Hacke das Sprungtor. Na gut, dann hacken wir mal. Gleich, hoffe ich. Hol den Ingenieursdruiden. Edifiance ist jetzt an Bord eines Schiffes. Bilde rein von den in den folgenden angezeigten Perlentypen, bevor die Zeit um ist. Leicht. Zeit 120, Perlen 12. Bilde rein mit Perlen in einer bestimmten Farbe. Vervollständige das ganze Kennzeichen, bevor die Zeit um ist. Ah, okay. Da. Okay, jetzt habe ich mich irritieren lassen. Von dem, was gerade da stand. Wir brauchen erstmal gelb. Wir haben 120 Sekunden Zeit gehabt. Oder Zeit. Wir müssen natürlich, wenn wir blaue oder so nicht haben, dann müssen wir entsprechend die natürlich irgendwo freischaufeln. Zeitbonus plus 10. Eine 12er See oder 12 Dinger haben wir hier, die wir sequenzieren müssen. Mhm. Ja. Oh, jetzt haben wir rot. Jetzt habe ich wieder. Warum? Hier ein bisschen Zeit dazu. Noch ein bisschen Zeit dazu. Ich brauche Rot. Da haben wir's. Lilla. Schon wieder blau. Nochmal lila. Lila, lila, lila. Habe ich keins. Mhm. Ich glaube, die fallen immer dahin, wo wir in welche Richtung wir das quasi schleudern. Jetzt da unten. Ja, genau, in die Richtung. Ja, okay. Bräuchte auch irgendwie ein blaues, wa? Wäre ganz cool. Da. Danke sehr. Und einmal green. Und dann ist die Sequenz abgeschlossen. Hacken. Hacken wieder Sprungtor. 25 Info, 52 Credits, neue Crew und neue Crew, ED24 und Sable. Und Level 4, beim nächsten Mal kriegen wir 24 Rundpunkte, oder dann insgesamt 24 Rundpunkte. Und einen zusätzlichen Schaden, wenn du rein von Minen bildest. Plus zusätzlichen Damage, plus zusätzlichen Schaden. Ups. The ancient wisdom of mankind states that the greatest
Okay, lassen wir mal. Ich wollte zur Crew, das ist richtig. Spezies Roboter, Geschlecht keins. Und Sable, Spezies Mensch, Telepath, Geschlecht männlich. Okay, was auch immer die Crew bedeutet. Prüfe Pläne. No. Gut, liebe Freunde, das war's gewesen mit dem Angespielt zu Puzzle Quest Galactrics. Vielen Dank fürs Zusehen. Steam gibt es auf Spiel. Spiel gibt es auf Steam. Kostet allerdings Geld. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Haut rein. Ciao.